Hallo, hallo, mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute wieder aus der Reihe Tipps und Tricks im Islam. Und wenn euch interessiert, was mir immer ganz persönlich an ganz praktischer Handhabe geholfen hat bei der Praktizierung des Islams, dann hoffe ich, dass ihr meine Videos gerne anschaut und dass ihr euch in der Reihe Tipps und Tricks im Islam vielleicht wiederfindet. Trotzdem schicke ich immer voraus, ich bin kein Islamexperte, ich habe das nicht studiert und alles, was ich euch sage, ist Wissen, was ich mir selber angeeignet habe. Bitte recherchiert selbst, bitte informiert euch selbst, es gehört zu der Pflicht eines Muslims, sich Wissen anzueignen. Ich möchte ganz unprofessionell einfach immer erzählen, was mir gerade ganz persönlich bei der Praktizierung des Islams hilft. Und das teile ich mit euch. Und insofern heute ein Video darüber, wie wir uns einfach besser an die Praktizierung des Islams halten und aufgrund dessen uns besser fühlen, uns Herausforderungen, die uns gestellt werden, besser ertragen oder bewältigen oder leben können. Ich glaube, wir kennen das alle, dass wir oft geprüft werden, dass wir oft Dinge erleben müssen, die für uns im ersten Augenblick negativ erscheinen und wo man sich fragt, warum das passiert oder hätte Fahrradkette, der besondere Satz, hätte ich doch das so und so gemacht, hätte ich dann jetzt auch nicht den Salat so im wahrsten Sinne des Wortes, also sprich, hätte ich das so gemacht, dann wäre das und das nicht passiert und es wäre jetzt alles viel besser. Ich glaube, das ist relativ sinnfrei, denn erstens können wir die Vergangenheit gar nicht ändern. Wir können zwar lernen aus den Fehlern, die wir gemacht haben, aber fertig werden und umsetzen müssen wir erstmal die Gegenwart. Und ich glaube, es ist sehr von großer Hilfe, wenn wir da auf Allah vertrauen und dass wir wissen, dass nach der großen Erschwernis, die uns in diesem Augenblick erfährt, dass die wir gerade erfahren, auch die Erleichterung kommt. Allah gibt uns immer mit der Erschwernis auch die Erleichterung wieder. Wann das passiert und in welcher Art das passiert, kommt vielleicht auch darauf an, wie wir mit der Erschwernis umgegangen sind, wie wir sie angegangen sind. Aber ich bin sicher, wenn wir auf Gott vertrauen und wenn wir uns nach den Regelungen der Vorschriften im Islam verhalten, nämlich nicht zu sehr, nicht hadern mit dem, was uns passiert, nicht Schuldzuweisungen machen, nicht in irgendeiner Art und Weise mit unserer Religion in Zweifel gehen und an Allah irgendwelche Vorwürfe richten, dann bin ich sicher, sondern wenn wir bei Allah Hilfe suchen, wenn wir Schutz suchen, wenn wir uns an seinen Regelungen halten, wenn wir versuchen mit Mitliebe, mit Mitgefühl, mit viel Empathie und mit ganz viel Zuversicht in die Zukunft zu schauen, und mit dem Wissen, dass es auch wieder leichter werden wird, dass wir auch das Ganze zu einer guten Lösung irgendwann wieder für uns selbst nutzen können. Dann bin ich sicher, dass wir alle Herausforderungen, die uns gestellt werden, und manchmal sind sie wirklich sehr, sehr schwierig, aber wenn wir wissen, dass es wieder bergauf geht, ja, das ist ja eigentlich auch die Erfahrung, glaube ich, die wir alle machen, es geht runter, aber es geht auch immer wieder nach oben und es wird immer wieder auch irgendwann leichter werden. Und in diesem Wissen und mit diesem Vertrauen und mit dieser Sappel, mit dieser Geduld, können wir es schaffen, vielleicht sogar aus den Dingen, die uns negativ vorgekommen sind, auch wieder etwas sehr, sehr Positives zu schaffen. Wir dürfen uns halt nicht in Mitleid ergeben. Wir dürfen nicht mit dem Schicksal hadern und wir dürfen auch nicht ungeduldig werden, sondern wir sollten darauf vertrauen, dass Allah uns einen Ausweg zeigt irgendwann. Ja, auch wenn er im Moment vielleicht nicht sichtbar ist, aber alles, was passiert, ist vorherbestimmt. Wir können da nicht viel machen und für mich ganz persönlich, wenn ihr jetzt fragt, wie ich das so umgesetzt habe, ich hatte
in den letzten Tagen oft mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Und ich habe vertraut, ich habe mir immer wieder gesagt, es ist alles so vorherbestimmt und egal, wie sehr ich mir auch den Kopf damit zerbreche oder wie sehr ich auch sage, hätte ich das doch so oder gar nicht gemacht, dann wäre ich jetzt nicht in diesen Schwierigkeiten. Ist einfach sinnlos, weil es ist passiert. Es ist genau so, wie ich es getan habe, schon in der Vergangenheit liegend. Ich kann da nichts rückgängig machen. Und mit dem Schicksal, was es ja ist, auf Kriegsfuß zu stehen, ist total nutzlos und bringt mich nur noch rückwärts. Und ich sollte versuchen, eben auf Gott zu vertrauen. Ich versuche mehr zu beten. Ich versuche vor allen Dingen, wenn mir etwas Negatives passiert, und das ist auch ein großer Tipp an euch, es passiert etwas, was negativ ist, was uns widerfährt als Schicksal oder als etwas, was uns im Moment hinderlich erscheint, dann bittet sofort, ja, sofort Allah um Verzeihung für das, was ihr vielleicht in der Vergangenheit als Sünden getan habt. Das mache ich schon seit längerem so. Wenn ich merke, da geht was schief, dann ist das Erste, was man dann macht, Allah um Verzeihung zu bitten für das, was man vielleicht als Sünde im Verborgenen getan hat oder in der Vergangenheit getan hat oder tun möchte. Einfach sich besinnen darauf, dass vielleicht versucht wird, uns das Auslöschen der Sünden mit diesem Vorfall zu erleichtern, sozusagen, dass wir eben bezahlen für die Sünden, die wir gemacht haben, dass wir eventuell eine neue Chance in dem Unglück entdecken, uns zu beweisen, zu zeigen, dass wir etwas gelernt haben, dass wir im Glauben fest sind, dass wir uns an die Regelungen halten, dass wir im Sinne von Allah handeln und agieren auf dieses Ereignis und eben nicht falsch wieder reagieren. Ja, das ist etwas, was ich glaube, man als Tipp gut beherzigen kann. Das würde auch schlussfolgern, dass man dann an die ganzen Sachen, die negativ da in Vorschein treten, dass man da gelassener rangehen kann und dass man sich auch immer wieder vor Augen führen kann, dass das nicht falsch ist unbedingt und dass man es auch nicht ändern kann und dass man auch nicht etwas hätte vielleicht anders machen sollen, dann wäre das jetzt vielleicht so nicht passiert. Es passiert alles, weil es so schon viel oft, also es ist vorherbestimmt, ja, und wir können das nicht ändern. Wir können nur im Hier und Jetzt versuchen, das Beste daraus zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes, und eben nicht noch mehr an Sünden zu produzieren, die dann tatsächlich auch das Ganze noch schlimmer machen, ja, weil wir da eben nicht so agiert haben, wie es hätte sein sollen, sondern noch mehr auf unser Schuldkonto laden und infolgedessen wahrscheinlich auch noch mehr abarbeiten müssen wieder, damit wir es schaffen, irgendwann ins Paradies zu kommen. Ja, unser Schuldenkonto sollte versucht werden, weniger statt mehr zu werden. Und natürlich ist das in solchen Situationen immer nicht einfach. Es ist schwierig, ich weiß, aber je mehr du auf Gott vertraust und je mehr du versuchst, die Regelungen und die Gesetzmäßigkeiten, die wir halt haben als Muslime, einzuhalten. Und das ist ja wirklich nicht schwer, ja. Man muss es nicht nur angewöhnen, man muss es nur in seine täglichen Aufgaben, in seinen täglichen Tagesablauf mit einbauen. Und dann kann man das durchaus auch in grenzwertigen Situationen gut schaffen. Und je öfter wir das machen, desto mehr wird es ja Routine. Darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Je mehr wir auf Gott vertrauen und je mehr wir wissen, dass es Allah gibt und dass er uns hilft und dass er uns nichts erbietet, was wir nicht leisten können. Ja? Er wird uns nichts geben, was wir als Mensch nicht auch leisten könnten. In dem Wissen dessen ist es für uns wirklich eigentlich nur noch daran, auch mit diesem Ereignis gut umzugehen. Und ich glaube, wenn man sich das immer wieder vor Augen hält, dass alles, was geschieht, ja, geschehen muss und eben vorherbestimmt ist und nur darauf wartet, als Gelegenheit für uns
richtig zu reagieren, dann kann man vieles schaffen. Und wir müssen halt vertrauen. Und je weniger wir vertrauen, desto schlimmer wird das Ganze auch sein. Desto schlimmer wird die Situation, in der wir uns befinden, enden und auch vorübergehen. Je mehr wir vertrauen, je mehr wir dran glauben, je mehr wir an die Hilfe und an die Existenz Allahs vertrauen und darauf wissen, dass er da ist, dass er uns helfen wird, dass er nach der Erschwernis Erleichterung bringen wird, desto einfacher kommen wir aus dieser Situation. Das weiß ich und ich bin sicher, dass es auch oft schon von euch gesagt, zu euch gesagt wurde, dass ihr es vielleicht auch selber wisst, aber doch nicht richtig daran glaubt und deswegen auch vieles eben wahrscheinlich unüberwindbar erscheint. Und vielleicht hilft das Wissen, wenn man sich immer wieder darauf konzentriert, dass wir an Allah glauben müssen und an seine Kraft und an seine Hilfe und an seine Existenz. Daran dürfen wir nie zweifeln. Ich bin sicher, dass es uns allen als Muslime dann besser gehen wird. In diesem Sinne, ein weiterer Tipp von mir in der Kiste Tipps und Tricks im Islam. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.